In diesem ersten Lernvideo zu Wortarten schauen wir uns zunächst an, was eigentlich Nomen und Artikel sind, welche beiden Arten von Artikeln es gibt, was es mit diesen versteckten Artikeln auf sich hat und was sie für eine Bedeutung haben und fassen dann das Gelernte am Ende noch einmal zusammen. Bei diesem ersten Lernvideo zu den Wortarten schauen wir uns zunächst kurz zum Warmwerden an, was wir eigentlich unter Wortarten allgemein verstehen. Und dazu nehmen wir diesen Beispielsatz her. Der Satz lautet: Die Schüler erledigen in einer Woche viele Hausaufgaben zur Bewältigung des Stoffes. Bei den Wortarten muss man sich klar machen, dass jedes einzelne Wort in diesem Satz, in jedem anderen Satz auch in der deutschen Sprache, kann man sie in Kategorien ordnen. Das heißt, es gibt Wörter, die haben die exakt selben Merkmale und deswegen gehören sie zu einer Gruppe, zu einer Kategorie, eben zu einer Wortart. Und in diesem Lernvideo, in diesem ersten, schauen wir uns zwei davon an. Wir haben zum einen das Nomen und zum anderen den Artikel. Schauen wir uns zunächst einmal das Nomen an. Bei dem Nomen handelt es sich ganz normal, ganz einfach, klingt auch logisch, um eine Wortart, wie bei allen anderen Wörtern in einem Satz. In der Grundschule wird dieses Nomen ein bisschen anders genannt und von daher wird es wahrscheinlich bekannt vorkommen. In der Regel nennt man ein Nomen in der Grundschule Hauptwort. Es wird auch nicht unterschieden in der Schule zwischen einem Nomen und einem Substantiv. Ein Substantiv ist dann wieder wichtig, wenn man die vier Fälle anschaut. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem großen und zu dem wichtigen Punkt, für das wir eigentlich diese Wortarten brauchen und sie bestimmen. Es geht nämlich zum Teil um die Rechtschreibung. Die Nomen werden immer groß geschrieben und das ist der wichtige Punkt. Wenn du also in einem Schreibaufsatz, in einer Schreibarbeit schreibst und erkennst, was ein Nomen ist, weißt du automatisch, dass man es groß schreiben muss. Und dazu müssen wir erstmal anschauen, wann sprechen wir eigentlich von Nomen? Was gehört eigentlich alles zu einem Nomen? Fangen wir mal mit dem ersten an. Klar ist, alle Namen sind Nomen, sind ganz automatisch Nomen. So etwa wie der Name Lisa, Tina, Tim, Sonja und so weiter. Jeder Name ist ein Nomen und wird somit großgeschrieben. Dazu gehört auch neben den Namen die Lebewesen. Also jedes Lebewesen ist ebenfalls ein Nomen und wird großgeschrieben. Wie zum Beispiel die Biene, der Mensch, das Pferd, der Hund und so weiter. Diese Liste lässt sich natürlich mit allen Tierarten so weiterführen. Ein weiterer Punkt, den kann man ein bisschen unterteilen, das sind Dinge. Nämlich einmal Dinge, die anfassbar sind, zum Beispiel eine Gabel, das Messer, die Schere, die Straße, das Haus und der Kopf, das sind ja alles Dinge, klar. Man kann sie aber anfassen. Also das heißt, man kann die Hand drauflegen und spürt sie auch. Jetzt gibt es aber auch Dinge, die kann man nicht anfassen. Wie etwa die Liebe, der Mut, die Hoffnung, die Trauer. Gehört auch zur Kategorie der Dinge, aber man kann sie halt nicht wirklich mit Händen anfassen. Trotzdem sind sie da und sie werden großgeschrieben. Und noch eine letzte Kategorie, das sind bestimmte Ereignisse, wie etwa das Ereignis Fasching, Weihnachten, Ostern, Geburtstag und so weiter. Das heißt, so weißt du automatisch, dass du in einem Satz einen Nomen vor dir hast und du es dann automatisch auch großschreiben musst. Nachdem wir jetzt die Grundlagen der Nomen erklärt haben, gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Denn zu den Nomen oder mit den Nomen hängt eigentlich immer eine weitere Wortart zusammen. Das ist der sogenannte Artikel. Der ist aus der Grundschule wahrscheinlich eher bekannt unter dem Wort Begleiter. Das heißt, vor jedem Namenwort oder einem Hauptwort steht ein Begleiter. Bei uns heißt es jetzt, vor jedem Nomen steht in der Regel ein Artikel. Das heißt, man findet ein Nomen schon dadurch im Satz, weil fast immer in einem Satz ein Artikel davor steht. Und wichtig ist, die stehen in der Regel vor dem Nomen. Also die stehen nicht irgendwo dahinter, sondern die stehen immer entweder direkt davor oder ein, zwei Wörter davor. Ich möchte dir jetzt da ein Beispiel zeigen, das eigentlich relativ offensichtlich ist. Zum Beispiel, der Ball fliegt über den Zaun. Ganz klar, in grün markiert, wir haben einmal der Ball und den Zaun. Das grüne ist der Artikel und hier haben wir ein Ding, das man anfassen kann, also ein Nomen. Und hier drüben genauso, wir haben in grün markiert den Artikel
der vor dem Nomen steht, der Zaun, großgeschrieben, weil es ein Ding ist, das man anfassen kann. Ein weiteres Beispiel. Die Katze spielt im Garten. Auch hier haben wir jetzt vor dem Nomen den Begleiter, also sprich den Artikel, in dem Fall die, also die Katze. Wie ich schon gesagt habe, kann es jetzt aber auch sein, in der Regel stehen diese Artikel immer da, aber es kann auch sein, dass sie eben noch nicht dastehen. Und dazu möchte ich dir zwei Beispiele zeigen. Der erste Satz ist, Bienen suchen Nahrung bei Obstbäumen oder Blumen. Du siehst jetzt hier, obwohl du mehrere Nomen hast, Bienen, Nahrung, Obstbäumen, aber auch Blumen, hast du keinen einzigen Artikel dastehen. Wenn du also jetzt in die Situation kommst und überlegst dir, habe ich jetzt ein Nomen und muss es groß schreiben, dann kannst du dir immer gedanklich einen Artikel davor schreiben, beziehungsweise davor denken. Das würde dann konkret in deinem Kopf so aussehen. Nämlich, es heißt ja eigentlich, die Bienen suchen die Nahrung und es gibt dann auch die Obstbäume und die Blumen. Das heißt, jedes Mal, wenn du dir nicht sicher bist, schreibe ich jetzt etwas groß, ist es ein Nomen, machst du gedanklich die Probe, ob du einen Artikel vor dieses Wort setzen kannst. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. In diesem Beispiel sind diese gedachten Artikel schon dazugeschrieben. Der Satz lautet eigentlich, Bienen produzieren gesunden Honig und hochwertiges Wachs. Auch hier hast du vor diesem Nomen kein Artikel stehen. Bedeutet, um sicher zu sein, machst du in deinem Kopf die Artikelprobe. Kann ich einen Artikel vor das Wort setzen? Die Bienen geht, der Honig geht auch und das Wachs geht auch. Das heißt, im Optimalfall findest du in einem Text oder beim Schreiben einen Begleiter, einen Artikel und weißt sofort, du musst das Nomen dann groß schreiben. Ist das nicht der Fall, machst du einfach die gedankliche Artikelprobe und schaust, ob du einen Artikel setzen kannst. Bei den Artikeln ist noch wichtig zu wissen, eben auch weil du sie unterscheiden können musst, dass es zwei Arten von Artikeln gibt, die für uns wichtig sind. Es gibt nämlich einmal die bestimmten Artikel, das sind zum Beispiel der, die, das, den oder des, also in den verschiedenen Fällen, zum Beispiel der Hund, die Katze, das Haus und so weiter. Dabei man da ganz klar sagen kann, okay, das ist der Hund, deswegen ist es bestimmt, also es bestimmt einen bestimmten Hund. Es gibt jetzt neben den bestimmten Artikeln aber auch noch die unbestimmten, zum Beispiel ein Haus, eine Schwester, einer, eines, einen, einem. Das heißt, wir reden zum Beispiel von einem Haus, aber wir wissen nicht von welchem. Es ist nur die Rede von irgendeinem. Deswegen ist es ein unbestimmter Artikel, weil er zwar ein Haus nennt, aber nicht sagt, welches bestimmt er denn jetzt genau. Diese beiden Artikel musst du auch in den Prüfungen unterscheiden können. Gehen wir jetzt an der Stelle bezüglich der Artikel noch einen Schritt weiter. Es kann sein, dass du auch mit sogenannten versteckten Artikeln zu tun hast. Was versteht man jetzt eigentlich drunter? Da gibt es einige Beispiele. Die Liste ließe sich natürlich noch länger fortführen. Zum Beispiel das Wort vom. Das heißt, wir haben hier das Wort von und dem zusammengeschoben zu vom. Trotzdem, wenn man es wieder trennen würde, hätten wir das Wort von dem. Und so siehst du hier in grün markiert ganz deutlich den Artikel, der eigentlich in dem Wort vom drin steht. Genauso wie im. Würde man das zusammengeschobene Wort wieder trennen, hätten wir das Wort in dem. Auch hier wieder zu sehen der Artikel. Auch bei am, wieder getrennt, würde es bedeuten an dem. Beim würde bedeuten, wenn man es wieder trennt, bei dem. Oder zum, getrennt zu dem. Aber auch zu Wörtern wie ins, getrennt, würde das bedeuten in das oder aufs, auf das. So siehst du, wenn du diese Wörter verinnerlichst und im Kopf behältst, weißt du sofort, das sind zusammengeschobene Wörter. Wenn man sie trennt, haben wir automatisch den Artikel da. Ich möchte dir ein paar Beispiele zeigen, um das zu verdeutlichen. Wir haben zum Beispiel den Satz hier oben, beim Fußballspielen verletzte er sich schwer. Doch jetzt weißt du nicht so richtig, schreibe ich jetzt Fußballspielen groß oder klein, dann hast du hier dieses Wort. Zieh es einfach gedanklich auseinander, dann hast du nämlich bei dem Fußballspielen verletzte er sich schwer. Das heißt, du hast hier den Artikel, hier das Nomen und schon weißt du, du musst es groß schreiben.
Schauen wir auf ein weiteres Beispiel. Die Katze sprang aufs Auto. Auch hier haben wir wieder ein zusammengeschobenes Wort. Trennen wir es gedanklich. Die Katze sprang auf das Auto. Oder in einem dritten Beispiel. Heinz brachte vom Spaziergang viele Erlebnisse mit. Natürlich ohne dieses U. Heinz brachte vom Spaziergang viele Erlebnisse mit. Heißt, wenn ich jetzt dieses Wort wieder auseinanderziehe, habe ich von und dem. Und schon habe ich hier in grün markiert wieder meinen Artikel. Heinz brachte von dem Spaziergang viele Erlebnisse mit. Somit weiß ich, Artikel, hier haben wir also das Nomen. Bezieht sich auf alle Wörter, die wir jetzt gerade behandelt haben. Aufs kann man trennen in auf und das. Und hier beim kann man trennen in bei und dem. Und auch alle anderen Wörter hier oben einfach gedanklich immer wieder trennen und im Kopf behalten. Fassen wir also dieses Thema noch einmal zusammen. Bei dem Nomen handelt es sich um eine Wortart, die man groß schreibt. Ganz, ganz wichtig fürs Schreiblernen. Zu den Wortarten der Nomen gehört auch die Namen, alle Lebewesen, Dinge, die man sowohl anfassen kann, aber auch nicht anfassen kann, aber trotzdem Dinge sind, und bestimmte Ereignisse. Fast immer steht vor dem Nomen ein Artikel. Und da muss man unterscheiden zwischen den beiden Artikeln. Einmal die bestimmten Artikel, nämlich der, die, das, aber auch die unbestimmten Artikel, wie ein, eine, einer, eines und so weiter. Und wichtig ist bei den Artikeln auch noch zu nennen, dass es sogenannte zusammengesetzte Artikel geben kann, wie das Beispiel zum, im, vom, am und so weiter. Schau noch einmal zurück und schätz dich selbst ein, ob du die folgenden Lernziele auch wirklich erreicht hast. Weißt du, was Nomen sind und welche Wörter dazugehören? Weißt du, was Artikel sind und welche Wörter dazugehören? Kannst du bestimmte und unbestimmte Artikel unterscheiden? Und weißt du, was es mit versteckten Artikeln auf sich hat, welche Wörter dazugehören und wie du sie gedanklich trennen kannst? Bist du dir bei einem dieser Lernzielen unsicher? Schau das Video noch einmal an dieser Stelle an und spul dahin zurück.